Freue ich mich drauf. Viel Vergnügen, Aljoscha Kress. Danke. Und eigentlich möchte ich wirklich mit dieser Frage meinen Slam auch beginnen, denn es wird mich total häufig gefragt, wenn ich erzähle, dass ich mit Stechmücken arbeite, wie kommt es eigentlich, dass ich immer gestochen werde oder wie kommt es eigentlich, dass ich nie gestochen werde? Und das hängt eigentlich mit der Bakterienfauna auf der Haut zusammen. Die erbt man nämlich, wenn man eigentlich steril geboren wird, von dem Menschen, der einen als erstes berührt, wenn man auf die Welt kommt. Also eben die Hebamme, der Chefarzt oder der Taxifahrer, je nachdem eben. Und da gibt es zwei unterschiedliche Gruppen, grob gesagt. Also man kann entweder mehr Mikrokokken auf der Haut haben, dann ist man ein sogenannter Säureschwitzer. Oder man kann mehr Diphtheroiden auf der Haut haben, dann ist man ein Hammelschwitzer. Das sind so grob die beiden Spektren, wozwischen es bei uns Menschen sich eben bewegen kann. Und es hängt eben davon ab, was für eine Mückenart im Endeffekt gerade im Umkreis ist, beziehungsweise sogar was für eine Population es ist und ob die auf das jeweilige Schweißbouquet eben steht oder nicht. Also wenn man zum Beispiel am heimischen Baggersee sitzt, kann man eben Pech haben, dass die 3, 4, 5 Arten, die dort gerade vorkommen, ausgerechnet eben auf dieses Schweißbouquet stehen. Was sind weitere Faktoren? Das Geschlecht ist kein Faktor, also sowas wie die dickere Haut des Mannes oder so ein Scheiß, das schützt uns eigentlich nicht. Also Stechmücken sind keine Sexisten. So Hausmittelchen wie zum Beispiel Vitamin B, Knoblauch oder Bananen, was man da essen soll, irgendwie so, hilft wissenschaftlich nachgewiesen zumindest nicht. Sowas wie das süße Blut gibt es auch nicht. Also wenn überhaupt, dann ist wichtig, wann man die letzte Mahlzeit zu sich genommen hat, aber das ist auch eher nur so ein bisschen tendenziell. Was ein wichtiger Faktor ist, ist Alkohol, weil durch Alkohol öffnen sich die Adern, man temperiert einfach höher auf der Haut und deswegen dünstet man stärker aus. Und vielleicht sollte man sich dann am Baggersee, wenn man die ganze Zeit gestochen wird, auch überlegen, ob man vielleicht ein bisschen zu viel getrunken hat. Und natürlich die Körperhygiene. Ist auch irgendwie so klar, wenn man den Bakterien auch noch irgendwie so Vorschub gewährt, dadurch, dass man sich eben nur selten wäscht, dann riecht man einfach intensiver. Besonders würde ich empfehlen, wenn man unterwegs ist in Malariagebieten, auf eine gute Fußhygiene zu achten, denn diese Malariamücken, die Anopheles-Mücken, stehen besonders auf Käsefüße. Käsefüße, und da klingelt es jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen, wie der Titel von meinem Vortrag war, denn in der Tat, Stechmücken kann man mit Limburger Käse fangen. Denn das Bakterium, was zwischen unseren Fußzehen ist, und die bildet dieselben aliphatischen Fettsäuren wie das Bakterium im Limburger Käse. Und damit ihr seht, dass ich euch jetzt hier keinen Bären aufbinde, habe ich euch die Publikation rausgesucht. Der Herr Knolls, der hat das 96 in einem der altehrwürdigsten Journals der Medizin publiziert. Mittlerweile verdient er seine Brötchen damit, dass er Moskitofallen auf Basis von Limburger Käseextrakt verkauft. Und dafür hat er sogar einen Preis gewonnen, den sogenannten Ig Nobel Nobel Prize für besonders skurrile Forschung. Neben den 42 Stechmückenarten, die es ohnehin schon in Deutschland gibt, kommen in den letzten Jahren neue dazu. Zum Beispiel die asiatische Tigermücke, die, wie der Name eigentlich schon sagt, aus dem südostasiatischen Raum kommt und mittlerweile auf allen Kontinenten, außer vielleicht der Antarktis, verbreitet ist. Modellrechnung unten sagen weitere Verbreitungen raus. Zum Beispiel auch in Deutschland werden wir permanente Populationen eben von dieser neuen Stechmücke bekommen. Wie schafft es jetzt aber eigentlich im Endeffekt, so eine Stechmücke sich transkontinental zu verbreiten? Nicht wie man vielleicht denken würde jetzt mit einem Auto, das sind vielleicht so Kurzstreckentransporte, aber Stechmücken sind verdammt schlechte Flieger. Das heißt, wenn die vielleicht dann sogar eine Blutmahlzeit zu sich genommen haben, purzeln die aus dem Auto raus, brauchen in den nächsten 200 Metern Entfernung in ein Gewässer zur Eiablage, aber das ist eigentlich nicht so der Weg, wie Stechmücken ihn einschlagen. Züge sind jetzt auch nicht unbedingt so das Mittel der Wahl für Stechmücken und Flugzeuge werden sogar mit Insektiziden begast, wenn die aus Malariagebieten kommen. Also, was ist das Rätsels Lösung? Fast alte Autoreifen, die auf Schiffen transportiert werden. Denn egal wie man so einen Autoreifen dreht und wendet, es kann immer reinregnen, es bildet sich eine Pfütze drin, die sind auch noch schwarz, das ist das perfekte Brutgewässer für Stechmücken. Das heißt, wenn die im asiatischen Raum legen, die Tigermücken ihre Eier an der Wasserkante ab, die sind auch noch trockentolerant, die sind sogar frosttolerant, diese Eier. Und wir schiffen die dann weltweit überall umher und dann, wenn es das nächste Mal reinregnet, hat man eben nicht nur die Mücke verbreitet, sondern auch noch das perfekte Brutgewässer gleich mitgebracht. Die zweite Möglichkeit
sind diese Lucky Bamboos, das sind eigentlich Drachenbaumgewächse, werden aber auch im asiatischen Raum herangezüchtet, werden dann zum Beispiel über Rotterdam, kommen die nach Holland in Gewächshäuser, werden dann für die Marktreife in diesen Gewächshäusern zu Ende gezogen und dort schlüpfen dann eben auch die Eier, die an der Wasserkante vorher abgelegt wurden. Stechmücken sind aber nicht nur Plagegeister, also der Dalai Lama sagt ja zum Beispiel auch, wenn ihr denkt, ihr seid so klein, dass ihr keinen Unterschied auf der Welt macht, versucht mal mit einem Moskito in deinem Zimmer zu schlafen. Stechmücken sind aber auch ein wirkliches Gesundheitsrisiko für uns Menschen. Zum Beispiel die asiatische Tigermücke kann 22 fiese Tropenkrankheiten übertragen, darunter zum Beispiel das Chikungunya-Fieber, das Gelbfieber, das Westnil-Virus, Pferdeenzephalitis, Elefantitis und das Dengue-Fieber. Das Dengue-Fieber wird auf Deutsch auch das Knochenbrecherfieber genannt, weil es zu inneren Blutungen kommen kann, die so schmerzhaft sind, wie als wenn einem alle Knochen gebrochen werden und eben auch zum Tod führen kann. Macht man jetzt aber aus der Mücke einen Elefanten, und da möchte ich ein kleines Ratespiel mit euch machen, ruft doch einfach mal rein, also es ist ein makaberes Ratespielchen, ruft mal rein, was denkt ihr, wie viele Menschen sterben weltweit pro Jahr durch Haiangriffe? 1 und 20 und 40 habe ich gehört. Das geht so in die richtige Richtung, zwischen 1 und 13 in den letzten Jahren. Wir Menschen dagegen töten 100 Millionen Haie pro Jahr. Das sind 3 pro Sekunde. Also 3, 6, 9, 12. Tadam, kommen wir auf dieselbe Summe. Nächste Kategorie, Flugzeugabstürze. Auch wieder ganz aktuell in der letzten Zeit. Was glaubt ihr? Ruft einfach mal rein, wie viele Menschen pro Jahr... 150 habe ich gehört, 1000, 2000, 6000 ist ein bisschen viel, aber 210, das war vor 7 Jahren und letztes Jahr schlägt mit 970 zu Buche, das ist die höchste Zahl so in der letzten Zeit. Nächste Kategorie, Terroranschläge, auch sehr heikel und emotional besetzt. Auch Armeeangehörige werden dazu gezählt in dieser Zahl. In der ganzen Welt pro Jahr. Na, da, also 12.500 in guten Jahren, in schlechten Jahren 18.000. Und das ist auch die Größenordnung, wo wir uns beim Denguefieber bewegen. 22.000 Tote. Es wird aber geschätzt, dass 390 Millionen Menschen sich pro Jahr infizieren. Als Größenordnung, das ist die komplette Bevölkerung von Südamerika, die 4 bis 6 Wochen einfach mit dem Knochenbrecherfieber krank sind. Eltern, die nicht zur Arbeit gehen können, Kinder, die nicht in die Schule gehen können. So, die gute alte Influenza rafft so eine 1/4 bis 1/2 Million dahin. Im Autoverkehr sterben 1,2 Millionen Menschen und die Malaria schafft es auf bis zu 1,8 Millionen. Nur mal so, um das Ganze in Relation zu setzen. Was machen wir in Senckenberg jetzt eigentlich? Wir züchten diese Viecher, natürlich unter Quarantänebedingungen. Kernstück des Ganzen ist im Endeffekt eine IKEA-Sammlerkiste. Warum IKEA? IKEA gibt es in 42 Ländern dieser Welt, danke, in 42 Ländern dieser Welt und wir versuchen ein standardisiertes Testverfahren zu entwickeln, um das eben anzubieten, dass andere Forscher das eben nachbauen können, damit die Versuche standardisierter und vergleichbarer werden. Es sieht ein bisschen spartanisch aus, bietet aber alles, was eigentlich so eine Mücke zum Leben braucht, hier vorne unten. Ein 1 Liter Larvengefäß, wo die Larven eben gefüttert und sich entwickeln können. Dann fliegen die da rum, poppen eben. Wir können den Weibchen dann auch noch eine Blutmahlzeit, eine artifizielle geben. Dazu nehmen wir ein Stückchen Schweinedarm, pumpen 5 Milliliter abgelaufene Blutkonserven da rein, heizen es auf 37 Grad. Und wenn man dann ein Stückchen Stoff mit Achselschweiß drunter lädt, geht es so richtig ab. Die Weibchen legen dann unten in diesen 100 Milliliter Gefäßen in alte Kaffeefilter ihre Eier ab und die können wir dann abziehen und so können wir einen kompletten Lebenszyklus unter Quarantänebedingungen machen, ohne den Kasten aufzumachen. Was genau gucken wir uns jetzt an? Wir setzen zum Beispiel invasive und einheimische Stechmückenlarven zusammen in dieses 1 Liter Larvengefäß und lassen die um Futter kämpfen und gucken, können überhaupt die invasiven Arten in Deutschland vorkommen mit unseren Einheimischen eben. Oder wir kippen ihnen epigenetische Agenzien auf den Kopf und gucken, wie weit können die sich im Endeffekt unseren Bedingungen gegenüber anpassen, zum Beispiel in den Frostbedingungen im Winter. Man kann also zusammenfassend sagen, in Senckenberg züchten wir epigenetisch mutierte Killermücken und füttern sie auch noch mit menschlichen Organen, weil Blut ein menschliches Organ ist. Und weil das eine sehr verstörende Vorstellung ist, möchte ich meinen Vortrag mit schönen Bildern von Stechmücken beenden. Denn ich finde, wenn man sie sich ein bisschen genauer anguckt, dann weiß man auch, dass einem auch das Herz aufgehen kann, wenn man sich die tagtäglich anguckt. Und damit bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und
hoffe auch, euch ein bisschen was erzählt zu haben. Dankeschön. Vielen Dank, Aljoscha Kress.